Willkommen zu den MIMO Live Unofficial Tutorials. Mein Name ist Johannes Hinterberger und ich freue mich sehr, dass ich euch heute zu diesem Tutorial begrüßen darf. Wie kann man virtuelle Perspektiven in MIMO Live erstellen? Man stellt sich vor, man hat eine, ja, ich sag mal so, eine nette Perspektive, eine totale, und man möchte von dieser totalen ein paar Bildausschnitte dazu verwenden, um sozusagen virtuell weitere Kameras zu schauen. Lasst uns mal auf den Computer schauen. Die Zielgruppe für heute sind nicht die Leute, die erst gerade mit MIMO Live beginnen, sondern die Leute, die sich jetzt inspirieren lassen wollen und vielleicht ein paar neue Dinge lernen wollen. Ja, also MIMO Live ist hier schon da. Ich möchte ganz kurz über dieses Dokument sprechen, denn man sollte doch kurz von diesem Dokument eine Ahnung haben. Also ich habe hier dieses Screen Recording, das ermöglicht mir jetzt, dass ihr sehen könnt, was ich am Bildschirm mache. Ich habe eine Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K, das liefert mein Bild. Huhu. Dann habe ich hier eine Blackmagic Pocket Cinema Camera und die filmt gerade diese nette, illustre Szene hier ab, die wir haben. Ja, das ist ein Live-Bild und ich werde einfach mal irgendwas ins Bild werfen. Ja, Objektivdeckel eignen sich da immer gut dazu. So, Moment. Ja, ich weiß nicht, ob man es jetzt gesehen hat. Ich könnte noch einen Akku schmeißen, aber ich lasse es jetzt lieber. Ihr müsst mir jetzt glauben, dass das jetzt einfach eine Live-Szene ist. Ja, dann haben wir das Audio, das ist mein Audio, das ihr jetzt gerade hören könnt. Und dann habe ich noch ein zweites Audio, falls ich mal noch einen PC mit integrieren will, falls es mal um ein Tutorial geht, bei dem man zum Beispiel eine externe Bildquelle zusätzlich noch reinholt. Ich habe hier, damit ihr das wisst, einen Mac Pro 2013, 3,5 GHz, 6 Core Intel Xeon E5 Prozessor mit 64 GB Arbeitsspeicher und ja, und dieser AMD Fire Pro mit den, ja, 6 GB mit dem GPU von 6 GB. Ja, auf jeden Fall läuft macOS Mojave drauf mit der Version 10.14.4 und das war ja eh schon alles, was ihr darüber wissen müsst. Also die Maschine ist jetzt nicht die langsamste, aber auch nicht mehr die neueste. Jetzt weg mit der Technik. Jetzt schauen wir mal an, was wir hier haben. Ich werde dazu jetzt einfach dieses Fenster ein bisschen größer ziehen, damit wir das jetzt einfach besser sehen können. Also, wie gesagt, das hier ist meine Perspektive. Hier habe ich jetzt das Screen Capturing, das hier so wunderbar bis in die Unendlichkeit berechnet wird. Und da haben wir unsere illustre Szene. Und was wir jetzt wollen ist, dass wir einerseits so einen Left Shot rausholen aus dem Ganzen und so einen Right Shot und einen Mid Shot, sage ich jetzt mal, so links, rechts, Mitte. Das Format, das ich hier jetzt verwende, das können wir anschauen, das ist hier 1920x1080, 16:9, das ist sozusagen Voll HD. Was wir jetzt tun können ist, und das sollte man aber nur machen, wenn man zum Beispiel dann in 720p streamen oder aufnehmen möchte, ist, dass wir uns 720p Ausschnitte aus dem Bild rausholen. Ich kann jetzt einen neuen Video-Input hinzufügen. Ich werde das jetzt so machen, dass ich vorher eine Source Group hinzufüge, damit wir einfach die Übersicht besser behalten können. Diese Source Group nenne ich jetzt einfach Virtual Input. Genau, Virtual Input. Ja, jetzt haben wir hier die Source Group und jetzt möchte ich eine neue Kamera haben. Es wird aber die alte Kamera sein, und zwar in dem Fall von unserer illustren Szene. Ich habe das bei mir über meine Decklink-Karte, über Video Input 8, und das werde ich auch gleich so lassen. Und jetzt ist eben die Frage, wie machen wir das? Am besten mit dem Entzerrungsfilter. Ja, der Entzerrungsfilter, der heißt hier, Moment, ich muss ihn hinzufügen, also man kann hier auf diese FX-Schaltfläche drücken und da gibt es Deskew
Und Deskue heißt ja entzerren. Und da bekommt man in erster Linie mal so ein Bild. Ich mache es mal einfach mal so groß, wie es irgendwie möglich ist, damit man das sehen kann. Also man hat hier das Originalbild. Auf dieser Seite gibt es das Originalbild. Und auf dieser Seite haben wir sozusagen das Ergebnis. Jetzt ist es so, dass diese Werte zu durchschauen ist ganz einfach, wenn man weiß, wie. Also wir haben hier Top Left zwei Werte, Top Right zwei Werte, Bottom Left zwei Werte und Bottom Right zwei Werte. Und wenn man ganz gefinkelt sich das jetzt mal überlegt, dann weiß man, dass wenn man 1080p vorhanden ist, der kleinere Wert hier, jetzt von diesen beiden, die Hälfte von 1080 sein muss, damit man das richtige Verhältnis hat. Genauso ist es hier bei der zweiten Zahl. Wir haben ja 1920 mal 1080. Also 1920 die Hälfte hier mal minus 1. Dann können wir eine 720p-Box bauen. Jetzt ist aber so, dass dieses Berechnen jedes Mal ein ziemlicher Sch ist. Ja, das ist ziemlich mühsam und nervig. Deshalb habe ich euch und für mich auch eine Datei gemacht, DSQ-Chunker. Das ist einfach eine Excel-Tabelle, die wir dazu verwenden können, um diese Werte zu berechnen. Also wir wollten haben 720p. Jetzt kann ich da einfach eintragen, 1280 mal 720. Ich möchte genau 100% dieses Ausschnittes haben. Wir werden dann später noch ein Beispiel einfügen, wo wir einen kleineren Bereich oder eben einen größeren Bereich nehmen. Da können wir es dann noch spielen. Und zwar könnten wir hier jetzt, ich zeige es einfach gleich, wir könnten hier jetzt, ich sag mal, 120% davon eingeben. Und wir bekommen einfach neue Werte, die wir dann eintragen können. Und dann ist diese Box, die wir brauchen, um dann nachher eine tolle Kameraperspektive zu haben, genau in dieser richtigen Größe. Man kann sich auch mit der Maus spielen und an diesen Enden klicken. Ich zeige das mal hier. Also man kann ja hier bei diesen Enden ziehen, wie man will. Und das passt sich dann an. Und es gibt auch so Momente, wo das Bild verschwindet. Das liegt daran, weil einfach dem Filter keine, wie sagt man, der hat ein mathematisches Problem. Dem Filter ist in dem Moment einfach kein Seitenverhältnis mehr bekannt und deshalb verschwindet das Bild. Man kann das umgehen, indem man hier ein Seitenverhältnis wählt, ein fixes, zum Beispiel 16 zu 9, dann kann man hier ziehen, wie man will. Ja, man kann schön entzerren. Es kann es ja sein, dass man perspektivisch entzerren muss. Dafür ist dieser Filter ja auch da. Und er wird aber jetzt von uns sozusagen missbraucht. Das Prinzip ist so, wir haben hier eine Box und können die dann rumschieben, wie wir wollen. Und das Schöne daran ist, dass eine ganz neue Bild Mitte definiert wird. Und zwar sieht man eh, dieses Männchen ist jetzt genau in der Bildmitte, also hier auf dieser Seite des Bildschirms ist das Männchen jetzt genau in der Bildmitte und das hat für uns den Vorteil, dass wenn wir dann Seiten beschneiden, zum Beispiel in einem Presenter, dann richtet sich das dann schön neu nach einer neuen Bildmitte aus. Aber mehr möchte ich dazu jetzt noch nicht verraten. Jetzt machen wir mal die 720p-Box. Also, wir haben hier unsere Werte. Ich habe es einfach hier. Weil wir ja genau das Seitenverhältnis 16 zu 9 haben, würde das Bild verschwinden. Deshalb wählen wir hier 16 zu 9 aus und tragen jetzt die Werte ein. Also wenn wir jetzt hier genau die Werte für 16 zu 9, nein, haben wir nicht, wir haben 120%. Ich tippe dann nochmal auf 100. So. Jetzt haben wir genau die Werte für 16 zu 9. Und die tragen wir jetzt hier ein. Also minus 640, dann 360, dann 640, dann 360. Ich hoffe so, dass ich mich nicht in der Zeile verschaue. Minus 640, minus 360
Nochmal 640 und nochmal minus 360. Ja, es schaut so aus, als hätte es geklappt. Ich mache das jetzt einfach wieder größer, damit wir hier mehr sehen können. Es hat jetzt geklappt, wie man hier sehen kann. Haben wir jetzt eine schöne Box, die wir jetzt schon zentriert haben. Also die ist jetzt genau der Mitte nach ausgerichtet. Das ist aber nicht ganz das, was wir sehen wollen. Wir wollen jetzt, haben wir gesagt, das Erste, was wir sehen wollen, ist hier dieser Ausschnitt, wo man den Mann etwas größer sehen kann. Die Polizisten müssen nicht unbedingt gut im Bild zu sehen sein, sondern es geht uns einfach darum, dass wir die Totale an den Mann in der Mitte sozusagen einpassen können. Das war es auch schon. Wir haben schon eine dritte Kamera zur Verfügung. Und damit wir das dann schön darstellen können, werde ich jetzt einen neuen Videoswitcher hinzufügen. Ich werde jetzt mal bei E, werde ich jetzt die Originale einfügen. Ich schreibe aber trotzdem jetzt dazu hier die Totale. Aber Mitte schreibe ich jetzt. Einfach nur deshalb, damit man das dann schön auseinanderkennt. Wir werden jetzt einfach das noch ein bisschen nach oben ziehen. Und bei E habe ich gesagt, füge ich das jetzt mal ein. Also E ist jetzt die totale M. Und bei H werde ich jetzt das Original einfügen. Also das Original ist ja jetzt die BMPCC. Ja? Da kann man jetzt schon mal sehen, ich werde einfach jetzt mal ganz wild hin und her schalten. So, damit mein Gesicht im Bild bleibt, werde ich das jetzt nach unten ziehen. So, jetzt schalten wir mal ein. Also jetzt haben wir das und dann haben wir das. Jetzt haben wir das, dann haben wir das. Und wie ihr sehen könnt, wenn man eine sehr gute Kamera verwendet, dann hat man den Vorteil, dass es kaum einen Unterschied macht, ob man jetzt, wie soll ich sagen, ob man jetzt dieses hingezoomt hat digital oder nicht, ja, ob man den Bildausschnitt genommen hat oder nicht. Jetzt werden wir dasselbe nochmal machen, aber für den linken Bereich. Also wir holen uns jetzt die Telefonzelle und den Polizisten, wie man hier so schön sehen kann. Diesen Bereich, den Telefonzellen-Polizisten-Bereich, den holen wir uns jetzt einfach ein bisschen besser raus. Ich zeige es euch mal hier. Also wir werden jetzt hier diesen Telefonzellen-Polizisten-Bereich bei D rausholen. Dazu fügen wir einfach nochmal eine Kamera ein. Die nennen wir jetzt totale L. Ich nenne es deshalb L, weil es zu meiner linken Hand am Bildschirm zu sehen ist. Also öffne ich mir wieder den DSQ-Filter. Größer, so. Dann schieben wir das ein bisschen weiter rüber, damit man das auch schön sehen kann. Genau. Also, ich hüpfe mal auf die andere Seite, damit ich jetzt nicht störe, damit man das auch gut sehen kann, was ich hier abtippe. Also. Und solange wir keine Ratio haben, müssen wir sie mit per Hand angeben. Es gibt dann doch noch eine, trotzdem eine Möglichkeit. Ich habe hier in dieser Helper-Datei Alternativen drinnen. Ich muss es euch so zeigen. Alternativen. Also wenn man wirklich Automatik verwenden will, dann muss man dann diese Werte bei Top Left und Top Y nehmen, damit es dann trotzdem klappt. Das ist einfach ein Pixel weniger auf beiden Seiten, wenn man das genau vergleicht. Da ist jetzt 640 und da ist minus 641, da ist einfach noch ein Pixel weniger. Und genauso ist es hier auch. Es kommt sozusagen zu einer minimalen Verzerrung oder Entzerrung, aber man kann sie nicht sehen. Das ist das Schöne an dieser Sache. Ich ziehe das jetzt wieder hoch, damit wir weiterarbeiten können. Und jetzt ist eben die Frage, wie wir das genau haben wollen. Man kann, wenn man das jetzt genau beobachtet, ich bitte euch, schaut mal hier in diesem Bereich beim Bild. Man kann hier schon auch rausgehen aus dem Bild. Allerdings ziehen sich dann die Pixel weiter. Seht ihr das? Ja, man kann das, manches Mal geht das, wenn man jetzt eine weiße Wand hat, dann kann man jemanden noch ein bisschen weiter reinschieben und dafür etwas anderes rausbekommen aus dem Bild. Das geht, aber so schaut das nicht gut aus. Deshalb nehmen wir jetzt einfach diesen Bildausschnitt. Ja, so haben wir dann auch ungefähr den Polizisten in einem Blick.
der uns auch anspricht, ja. Es gibt ja so diese Gestaltungsregeln, goldener Schnitt und so weiter. Und jetzt können wir dieses Bild auch gleich wieder hier einfügen. D wird jetzt ersetzt und zwar in die totale L. Jetzt können wir schon wieder hin und her schalten. Also von hier nach da, von hier nach da. Also ihr seht, wenn ihr eine Talkshow habt, dann gibt es nichts Cooleres als virtuelle Perspektiven, denn ihr könnt aus einer totalen schnell vier verschiedene Perspektiven gestalten und könnt dann mit zwei anderen Kameras, die ihr vielleicht auch fix hinstellt, dann ganz tolle Talkshows gestalten, wo man ja, mal weiter hin kann, weiter her kann. Man sollte das aber nur als Rettungsperspektive verwenden. Also das schaut nicht gut aus. Ja, also man sollte das als Rettungsperspektive verwenden und immer über die Totale schalten. Ja, das ist ein kleiner Tipp am Rande. Und jetzt fehlt uns noch die vierte Perspektive sozusagen. Und die machen wir jetzt. Wir fügen einfach zum Virtual Input nochmal eine Kamera dazu. Wir nehmen uns hier wieder das hier und tippen hier rein wieder Totale R. Ich möchte ja, dass wir diese Totale jetzt auf den rechten Blickwinkel beschneiden. Ich füge nochmal einen D-Skew-Filter hier dazu und tippe gleich nochmal diese Werte ein. So, also so funktioniert dieses Prinzip. Wir fügen das jetzt hier zum Placeholder F dazu und haben hier das zur rechten Hand. Ja, also ihr seht, der eine Hund ist jetzt fast draußen, aber man kann trotzdem schön zwischen diesen Perspektiven hin und her schalten. Ja. Besonders schön ist dann diese Schalte, wenn man über L zur Totale, über R zur Totale schaltet. Das ist wunderbar. Ja, so funktioniert das. Falls ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Falls ihr mich unterstützen wollt, hier ist der Patreon-Link. Ich mache auch Deutschkurse und wir wollen den größten Deutschkurs der Welt machen. Bitte helft uns. Und last but not least, für die Leute, die uns im Fernsehen zuschauen, das ist unser Facebook-Link. Wenn ihr die Tutorien früher sehen wollt als andere, dann schaut dahin. Und einen Bonustipp habe ich auch noch für euch. Es gibt ja hier die Möglichkeit, dass ich mich selber ins Bild schalte. Und das kann ich ja so zum Beispiel machen. Oder ich kann es so machen, dass ich mich bei der Seite rein schalte. Jetzt ist es aber so, dass ich hier abgeschnitten bin und ich müsste immer so machen, damit ich mit euch weitersprechen kann. Ja, das wollen wir nicht mehr. Und wir werden jetzt auch wieder mit dem DSQ Filter, mit dem DSQ-Filter das so machen, dass ich dann eine neue Bildmitte habe und auch nur das zu sehen ist, was ich wirklich zeigen möchte. Also wenn ich dann ganz bequem wie immer da sitze und nicht ganz wirklich im Bild bin, wie zum Beispiel hier, ich bin ja relativ weit zur linken Hand sozusagen positioniert. Und ich möchte ja dann mich trotzdem nicht verbiegen müssen. Und das werden wir jetzt machen, auch mit so einer virtuellen Perspektive. Und dazu nutzen wir jetzt nochmal eine Box. Und wie ihr hier sehen könnt, kann ich ja hier nochmal einblenden, welche Auflösung wir haben. Wir haben ja 1920 mal 1080. Und ich bin ja auch hier in diesem Bild, also ganz unten, ich muss immer so rüberkommen. Ich weiß schon, es gibt diesen automatischen Kameramann sozusagen im IMO Live, der die Bilder immer schön ins richtige Licht drückt, also immer in die Bildmitte rückt, aber das hilft gar nichts. Ja, den Face Tracker kann ich verwenden, das stimmt schon, ja, das wisst ihr auch, aber ich kann mit dem, ich sag mal, mit dem DSQ bestimmt die Performance ein bisschen, ja,
erhöhen. Also ich kann da die Luft rausnehmen. Ja, weil dieser Face-Tracker, der muss ja immanent, der muss ja ständig immer irgendwie schauen, wo ist das Gesicht, der muss immer alles nachbessern, nachrechnen. Und da kann man bestimmt einiges an Performance sparen, wenn man das Bild annähernd gleich richtig einstellt. Das Schöne ist ja, dass man, wenn man dann diese Einstellungen alle gemacht hat, jedes Mal, wenn man die Kamera aufstellt, innerhalb von kürzester Zeit diese Boxen auch dahin schieben kann, wo man sie braucht. Und ja, das geht schneller als Kameras aufbauen. Also das kann ich euch auf jeden Fall versprechen. Aber jetzt habe ich mich verraten, das tut mir leid, das passiert mir manchmal. 1920 mal 1080, das ist unsere Auflösung. Und ich tippe es mal da rein. 1920 mal 1080. So, ich schiebe jetzt dazu ein bisschen diese Tabelle ein bisschen weiter rüber, damit ihr das auch gut sehen könnt. Und ihr seht ja hier sofort, dass sich hier auch gleich wieder diese Werte geändert haben. Nur jetzt geht es darum, jetzt wollen wir eine Box haben. Also das 16:9 Seitenverhältnis brauchen wir nicht, sondern wir brauchen jetzt etwas, das hochformatig ist. Und ich denke mal, dass so ein Drittel von 1920, also durch 3, mal eine tolle Basis ist und die Höhe 1080. Jetzt ist aber so, jetzt möchte ich aber trotzdem, dass rundherum, rund um diese breite Höhe, dass da immer noch ein kleines bisschen Sicherheitspuffer bleibt. Die Sache ist nämlich die, wenn man sich mein Bild anschaut, ich werde es jetzt mal größer schalten, wenn man sich mein Bild anschaut, dann gibt es gerade hier ja, zu viel und da oben sollte auch nicht allzu viel breit, ja, es sollte einfach schön passend sein. Ich möchte nicht, dass zu viel an Bildinformation sozusagen verloren geht. Ich möchte, dass das Wesentliche gezeigt wird. Und ich möchte, dass wenn ich hier gerade sitze und wenn ich mich umdrehe, und so, dass es wirklich ganz genau passt. Dann weiß ich, die Breite der Box wird 640 sein und 1080 hoch. Aber ganz so möchte ich es ja nicht. Ich möchte ja oben und unten einen kleinen Sicherheitsabstand haben, damit ich nicht all das zeige, was nicht notwendig ist. Ja, ich möchte ja, dass mein Gesicht dann gut platziert ist. Jetzt könnte ich einerseits das Ganze gleich auf mein Gesicht schneiden, aber das möchte ich nicht, weil ich möchte es ja von der Seite reinkommen lassen. Und da muss es ja dann die gleiche Höhe einnehmen können, wie das, was daneben eingeblendet wird. Deshalb sage ich jetzt einfach mal, okay, ich mache einfach 90% des Gesamten, dann bekomme ich jetzt hier diese neue Breite und diese neue Höhe. Und was ich jetzt machen kann, ist, ich nehme jetzt einfach diese Box und nehme Automatik. Wenn ich Automatik nehme, dann muss ich auf jeden Fall, weil ich kein Seitenverhältnis zur Verfügung habe, diese beiden Werte statt diesen beiden Werten nehmen. Wir tippen jetzt einfach wieder mal diese Werte ab und dann haben wir die Box. Also wie ihr sehen könnt, es gibt jetzt keine Box daneben. Die Box ist hier verschwunden. Das liegt daran, weil die Skew einfach kein Seitenverhältnis mehr hat. Und deshalb müssen wir schummeln. Wir werden hier jetzt einfach eins abziehen. Das heißt, wir sind im Minusbereich. Das heißt, es kommt eine Zahl dazu. Und hier machen wir dasselbe. Da machen wir eine Zahl weg. So, und jetzt haben wir ein Bild. Seht ihr das? Und dieses Bild kann ich jetzt wieder beliebig positionieren. Und schaut euch das an, wie schön das funktioniert. Diese Kameraperspektive werden wir jetzt zu uns in diesen netten Slide-In, also da ist jetzt noch der alte drinnen, seht ihr das? Wenn ich dann einschalte, da ist ja noch der alte drin, ja, diesen Slide-In, den werden wir jetzt so bauen, dass ich dann mit der neuen Kameraperspektive schön in der Mitte bin. Dazu wähle ich einfach hier jetzt den neuen aus. Bei Content kann ich ja die BMPCC 4K tauschen in das Neue und zwar in Kamera 6. Wir haben noch keinen Namen, aber seht ihr, ich bin schon in die Mitte des Bildes gerutscht. Jetzt nenne ich es noch um in Yopi. Passend. So.
Jetzt heiße ich Jofi passend hier und jetzt passt es auch ganz genau rein. Ich kann es auch mit dem kleinen Thumbnail machen, das ich hier im Bild in der Ecke habe, aber das wisst ihr jetzt eh, wie das funktioniert. Ich habe ja hier die Schaltfläche, ja, und jetzt schalte ich mich von der Seite einfach rein. Und wie ihr seht, jetzt passt das ganz genau und schaut toll aus. Jetzt könnte ich das für diese Perspektive und für diese Perspektive auch noch tun. Ja, das sind hier diese Knöpfe. Aber wie das funktioniert, das wisst ihr ja selber. Genau. Wie ihr sehen könnt, muss ich mich jetzt nicht mehr bewegen. Ich darf in meinem Drittel sitzen bleiben. Und wie gesagt, wenn ich da jetzt umschalte, zum Beispiel auf unsere illustre Szene, dann ist es einfach so toll, wenn ich mich da auf der Seite, an der Seite reinschalten kann, also mit dem PC, ohne den PC. Ich kann immer hier sitzen bleiben. Ich hoffe, das erste Tutorial hat euch gefallen. Ich hoffe auch, dass ihr beim nächsten Mal wieder zuschaut. Und wenn es euch gefallen hat, dann ladet bitte alle ein, es anzuschauen. Ihr kennt bestimmt weitere Leute, die Mimo Live Tutorials brauchen können. Falls ihr Fragen habt, dann schreibt mir. Wir sind hier auf Facebook zu sehen, wir sind auch im Fernsehen mit diesen Tutorials zu sehen. Wir können jede Unterstützung brauchen, die wir nur bekommen können. Wir werden nicht bezahlt für diese Tutorien, aber wenn ihr wollt, dann könnt ihr hier auf patreon.com Jofi gehen und könnt mich unterstützen. Ihr könnt auch alle Tutorien, die wir machen werden, hier von dieser Webseite abrufen und das Beispiel von heute inklusive alle Dateien, die ihr braucht, könnt ihr von diesem Link direkt herunterladen. Und ja, der Desk-Q-Junker, diese wunderbare Excel-Tabelle, die ist natürlich auch dabei, dann müsst ihr sie nicht selber bauen. Mein Name ist Johannes Hinterberger und ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart und ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.